Okay, ich nehme jetzt nochmal ein Video auf. Gilkarfen hat mich überzeugt. Was? Ach so. Ja. Ich Gilkarfen habe hat von mich Stream überzeugt. geredet, aber ja, Ja. okay. Und zwar zeigen wir euch jetzt mal, wie kacke das Spiel ist. Gilkarfen und ich. Boah, es wäre so geil, wenn man jetzt gewinnt. Toi, toi, Nee, toi. ja, okay. Ja, stimmt. Okay, du willst zeigen, wie kacke das Spiel ist, dann gehen wir zu Palace, komm. Wir gehen also zum Palace. Ich hoffe, ich stelle mich aufs Dach. Wir müssen dafür sorgen, dass Killcarven endlich mal das beste Spiel 2024 installiert, nämlich Helldivers. Leute, ich mache Werbung Nee, für Kebab. Helldivers. Kebab-Simulator-DVD. Den Kebab-Simulator muss ich mir auch noch angucken. Ich habe so eine Bucketlist an Games, die ich noch spielen will. Ich will Hell Let Loose spielen. Ich will Helldivers spielen. Ich habe einfach bei Steam nach Hell gegoogelt und alle Spiele runtergeladen, die Hell irgendwie drin haben im Titel. Außer Hell Let Loose. Oder auch Hell Let Loose. Doch, Hell Let Loose habe ich auch runtergeladen. Ich habe mir sogar extra nochmal eine 4 TB SSD gekauft, damit ich die ganzen Hell-Spiele draufkriege auf meinen Rechner. Oha, der ist ein gutes Spiel, Hell Let Loose. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist geil. Ja, ist ein gutes Spiel. Ja. Und da frage ich mich jetzt gerade, warum tue ich mir das hier an? Weil es geil ist. Not convinced. Es ist Not so gut. convinced. Ja. Nee. Doch, das ist so, wenn du ein Spiel. Okay, bei dir weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie lange du das Spiel schon spielst, aber bei mir ist das ja so. Ich spiele das Spiel ja seit. Oh, bestimmt fast 5 bis 6 Jahren. What? Und Nee, bei jetzt, mir also ist ein Jahr. jetzt kann ich nicht mehr damit aufhören. So, jetzt ist so der Punkt. Ach so, das ist für dich quasi alternativlos geworden. Ja, Ja, da, ich so bin weit bin ich sechs noch Jahre nicht. durch diese Hölle von Spiel gegangen. Ja, ich Jetzt kann ich verstehe nicht mehr das. aufhören. Jetzt Das bin ich ist, schon. weißt, das ist so, wie wenn du so Dantes Inferno, ne? Du bist irgendwie so 6 Jahre in den verschiedenen Kreisen der Hölle unterwegs und dann kommst du raus und es ist so grüner Wald, alles. Mittlerweile. Und dann sagst du, oh, Ja. ist kalt. Und außerdem vermisse ich voll den Schwefelgeruch. Oh mein Gott. Ja. Und verstehst, also ich kann das schon auch ein gewisses Stück nachvollziehen, aber an dem Punkt bin ich einfach noch nicht, ne? Wo ich dann mich an die Hitze und an den Schwefelgeruch gewöhnt habe. Oh Gott, es kommen überall welche runter. Naja, aber nicht so krass zu uns. Ja, wir hatten irgendwie Dusel, aber wir jinxen es nicht, ne? Wir jinxen es nicht. Oh Gott, ich brauche die Knarre. Komm mal, nimm die. Was ich auch gut fand, ist, ne? Wie wir natürlich hier schön gezockt. Turtles eingeladen, der ist gleich offline gegangen. Hey, Wahnsinn. Ja, der hat das gerochen, dass du ihn einladen willst. Dachte sich so, nee, das gebe ich mir nicht. Nee, der hat gesehen, dass ich ihn eingeladen habe und dann ist er offline gegangen. Ach so. Ja. I take that personal, by the way. Ja. Würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich glaube, so ist es auch gemeint. Ich denke das auch. Ich denke das auch. Flashbang. Let's go. Eine Pumpe wäre halt. Ich glaube, eine Pumpe ist auch richtig nice in der Map. Ich weiß nicht, ich brauche einen Daumengriff. Daumengriff. Hast du? Ich brauche eine Ork oder irgendwas. Eine Ork. Puh. Universalgewehr. Ich weiß gar Ein nicht, für Ork. was für A steht. Das. Austrian Universalgewehr wahrscheinlich. Ich höre es rechts tapsen. Das bin ich, oder? Ja, kann sein, ja. Kann sein, dass du es was, ja. Nein! Ja, hoffen wir jetzt Da einfach ist ein mal. Dude. Mein Marker, roter Marker. Ganz Das ehrlich, ist ich nicht sehe. rechts. Nee. Den hab ich durch Zufall gesehen. Was? Das Hören war rechts, das Hören war rechts, das Achso, Sehen das, war okay, das das. heißt, gehört hast du mich, gesehen hast du Gegner. Ja. Scheiße, ich hab halt echt nur eine M16. Nur eine M16. Das ist halt auch nicht so die Knarre als Nahkampf. Spielt der PUBG seit 6 Jahren, Alter. Wahnsinn. CC? Eine M4. Oh, ich sehe einen. Einer ist, zwei sind da drin.
Soll ich sie einrauchen und dann... Nee, nee, die sind zu weit weg. Aber die müssen zu uns kommen. Und wir müssen über die Brücke. Ich sehe ein Fahrrad. Wir könnten mit dem Fahrrad über die Brücke fahren. Du setzt dich vorne in den Korb. Wir könnten an der Brücke campen. Ja, ich mag die Idee. Aber ich habe nur eine M16. Ich brauch eine Ork und eine M4. Shit. Und außerdem unten Scope. Ja, auch nur ein Vierer. Und ich hab super viel Munition. Ich habe ein Red Dot. Ja, gut. Ein Red Dot und 5 Smokes. Ich habe eines. Nee, ich habe 4 Smokes. Ich will noch kurz hier reingucken. Wenn da ein Vierer drin liegen würde, wäre das richtig gut. Nee, aber ich habe so ein Stachelding für die Straße. Das ist gut, das ist auch gut, ja. Stachelding für die Straße ist gut. Schon, ne? Das ist insbesondere an der Brücke können wir das, glaube ich, voll gut nutzen. Ja, ich weiß. Gott, das wird jetzt wieder so ein Desaster. Ich weiß, es ist, ich liebe es, wenn so Pläne sich gut überlegt und dann schlecht ausgeführt ist. Nice. Oh, das ist scary. Ich hasse es, über Brücken zu rennen. Okay, wir parken unsere Hintern hinter diesem Stein da. Ja, so spät, ich park schon hier, aber... Was, du parkst mitten auf der Brücke? Ja, ja, klar. Oh mein Gott, ich will nicht auf der Brücke parken. Ja, musst du ja nicht. Aber dann kann ich schießen, weißt du, wenn ich freie Bahn hab. Ja, dann parke ich auch auf der Brücke, was soll's, ich meine, dann sterben wir zusammen. Hui! Mir nicht in den Kopf schießen. Nee, ich werd mein Möglichstes tun, das nicht, dir nicht in den Kopf zu schießen. Aber du kannst auch hinter dem Stein parken und mir einfach sagen, wann du Leute über die Brücke kommen siehst. Ja. Was machst du, wenn die laufen? Dann schieße ich auch. Okay. Aber wer läuft über die Brücke, abgesehen von uns Idioten? Da hast du recht. Und wenn die auf mich schießen, springe ich runter. Okay, ich habe keinen Scope, ich kann auf die Typen nicht mal zielen. Also ich kann einfach nur ansagen, wenn sie kommen. Ich habe nur eine Red Dot für meine Mini. Ich hab ja trotzdem versucht zu schießen. Ja, also ich sag dann einfach so, piu, 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 piu. So wie man es bei der Bundeswehr gemacht hat. Schießen kannst du ja trotzdem. Ja, ja, ich schieß schon auch, keine Sorge. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich einen Headshot. Nicht schießen. Die Waffe funktioniert nicht mit Scope. Ja, die hatte so ein Universal-Lock drin. Ja? Error. No Scope found. Ein MG wäre jetzt ja geil. Ein MG wäre geil. Not gonna lie. Boah, ich hoffe, dass da wenigstens welche über die Brücke kommen. Das wäre so ultra witzig, wenn jetzt einfach keine über die Brücke kommen würden. Hey. Ey, ich habe so eine Spike-Dingsbums gefunden, da müssen jetzt Leute rüberkommen. Ja, wir warten jetzt mal ab, ne? Ich kann ja in der Zwischenzeit noch ein paar lustige Knöpfe drücken an meinem Keyboard, zum Beispiel das hier. Oder auch das hier. Hinter uns geht's voller. Shit, hinter uns geht's voller. Ich hoffe, die laufen nicht in die falsche Richtung über die Brücke, das wäre blöd. Einfach so zwei Idioten, die da einfach so... Naja. Es wäre jetzt voll witzig, wenn ich so eine Pfanne an den Kopf kriege und sterbe. Wie ist denn das eigentlich? Macht die Pfanne, one-shotte die Pfanne, wenn du einen Level-2-Helm hast und du Headpan machst? In den seltensten Fällen. Nicht, ne? Es gab doch mal, es gab, glaube ich, mal eine Version von PUBG, da war die Pfanne One-Shot. Das ist möglich, ja. Und die war dann so overpowered, dass sie so gebufft haben, dass jetzt keiner mehr die Pfanne eigentlich verwendet. Ich hab die Pfanne. Ja, ich meine, gut, eine Pfanne zu haben ist immer gut, aber wie gesagt, die Pfanne wurde tatsächlich auch in Battle Royale Matches verwendet, um Leute zu killen. Und zwar relativ effektiv. Weil wenn du. Ursprünglich ist die Pfanne eigentlich ein Programmierfehler. Ursprünglich war es eigentlich ein Deko-Element. Stimmt, ja, ich war was. Hast du den Film eigentlich mal gesehen, Battle Royale? What the fuck? Nee. Scheiße. Ich hab Herr der Fliegen geguckt. Die haben Emergency Pickup.
Die werden nicht über die Brücke müssen. Die Fick es. Doch, müssen sie. Ja. Mehrere Leute. Mit dem Hubschrauber aber dann. Da kommt bestimmt noch eine über die Brücke. Ich möchte das so. Die ja, ich. Die Falle ist perfekt. Die Falle ist perfekt. Okay. Aber kennst du Seven vs. Wild? Ja. Ja, genau. Welche Staffel von den dreien? Guck, da schießt noch welche. Ja, stimmt. Mit ein bisschen Glück schnappt unsere Seven vs. Wild Falle zu. Eigentlich müsste es heißen 2 vs. Wild. Oder 2 vs. 7. Ja. Hubschraub. Ist nur einer, oder? Ne, sind zwei. Ja, ich kann's nicht sehen. Ich hab nur einen Red Dog. Okay, so, lass die Spiele beginnen. Hey, ich bin ganz gespannt. So, da haben welche geschossen, Leute. Ihr müsst jetzt rüberkommen. Die schwimmen jetzt durchs Wasser und metzeln uns dann von hinten. Nee. Wenn die durchs Wasser schwimmen, dann kriege ich einen Anfall. Also ich sehe nur die rechte Seite von der Klippe, da ist keiner runtergekommen bisher. Ich habe eine Fliege auf dem Bildschirm. Oh oh. Also da haben noch welche geschossen, die müssen hier safe rüberkommen. Ey, wir haben so ein Glück mit der Zone auch. Verarscht. Ja, Jinx ist noch. Komm, Jinx ist. Also ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn ich jetzt irgendwie so ein Sexoscope hätte, aber naja, was soll's. Ich würde mich besser fühlen, wenn die jetzt mal kommen würden. Die fahren alle über die Brücke hier. Ich höre was. Ja, wahrscheinlich. Hinter uns. Ich habe ein Auto hinter uns gehört. Okay. Ja. Wir sind gekniffen. Verarschen. Wie viele Leute sind in dem Server? 100. Weißt du, aber sobald wir uns jetzt umdrehen, kommen die mit dem Auto und fahren platt. Ja, komm, lass uns einfach hier bleiben. Ganz ehrlich, wir ziehen das jetzt durch, ganz ehrlich so. Das ist mir egal. Bis wann? Ja, so lange, bis wir sterben natürlich. Wir ziehen es voll durch. Wir ziehen es voll durch. Du willst also nicht spielen. Das ist die Brücke am Quai und wir werden diese Brücke verteidigen. Okay. Wir werden diese Brücke verteidigen. Und ich werde dieses Video hochladen. Und es werden sich alle Leute angucken, dieses Video, und sagen, hey, was ist denn das für ein Scheiß? Warum seid ihr nicht einfach weggelaufen? Ja. Aber die Falle ist einfach zu gut. Das ist diese Sunk-Cost-Fallacy. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Kennst du diese Sunk-Cost-Fallacy? Nee. Google mal Sunk-Cost-Fallacy. Das versuche ich gerade zu machen. So einfach... Wenn du schon 1 Million investiert hast in ein totes Projekt, dann investier die restlichen 5 Millionen auch noch, weil du hast schon 1 Million investiert. Ach so. Das ist die Sunk-Cost-Fallacy, macht jeder. Weil es menschlich ist. Was passiert eigentlich, wenn dieser Panzer drüber fährt über die Brücke? Über die Nagelgeschichte? Achso, weiß ich nicht. Also du wolltest sagen, dann ist er auf der anderen Seite vom Fluss, ne? Ja, genau. Warum frage ich überhaupt? Du wirst ja nicht nass. Ich erinnere mich auch noch an eine lustige Panzer-Session. Da hatten wir 2 Panzer, wie waren das? Ja, da saßen wir im Wasser. Oh nee, und dann sind wir gestorben. Ja. Boah, wie bitter. Ja. Was? Das war ja fast so schlecht wie das, was wir gerade gemacht haben. Shit. Ganz ehrlich, Mann. Irgendeiner schießt auf uns. Yo, ist dir das jetzt aufgefallen? Ja, ich höre nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Komm rein. Ja, warte. Ja, jetzt hau ich mir auch erstmal ein Schmerzmittel rein. Achso, ins Auto meintest du. Ich dachte in die Garage. Ach, no. Ja, ich. Was soll ich denn wissen? Okay, jetzt fahr! Ah, das machen wir voll gut hier, ey. Ha? Ich weiß auch nicht, wo die schießen. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, woher die cheaten, wolltest du sagen. Ich weiß nicht, von wo die schießen. Ja, ich weiß nicht, von wo die cheaten. Ja,
Item Use Interrupted. Guck mal, wie ich sie. Ich hab sie voll verängstigt. Wir müssen jetzt irgendwo hin. Bist du raus? Ja. Ja. Oh, oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie sind überall. Ich glaube, die sind voll böse auf uns hier gerade. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sie mein Video gesehen, obwohl ich es noch gar nicht hochgeladen habe. Tja, wahrscheinlich. Das sind die von das. Die sind nach uns noch über die Brücke gefahren und haben dann. Ein neues Auto. I like. Warte mal, lass mal erstmal. Lass uns einfach verpissen. Oder wir chillen uns hier einfach irgendwo. Lass uns einfach irgendwo in den Busch legen. Ich werde nicht in den Busch legen. Ich lege mich jetzt einfach nur hin und sterbe. Ah, fuck! Ich hab das überlebt, ich kann's nicht fassen. Ja. So. Also die Rauchgranate, die hab ich geschossen. Ich bin schon für den Arsch. Ja. Boah, ich hol mir gleich ein Aperol, Alter. Ich hol mir gleich. Komm, wir holen uns das Auto hier. Aber was willst du denn damit machen? Rumfahren ein bisschen. Ey, dass ich das überlebt habe, das grenzt an ein Wunder. Ganz ehrlich, ich bin mit der Tommy Gun unterwegs. Pff, ein Witz. Ein Witz. Jammer Pack, nice. Ach ja. Ach, so ist das doch schön. Ist der Kill kaufen jetzt schon wieder? Siehst du mich nicht? Alter, ja, das ist eine gute Idee. Da lege ich mir auch rein, so ein Ding. Oh, da kommt ein Auto. Auto. Zwei. Zwei Autos. Boah, die dürfen nur nicht aus Versehen durch den Busch fahren. Oh, wie geil. Wie geil. Beide haben so voll die Profi-Skins. Ein drittes Auto. Scheiße. Sind die im selben Team? Nee. Keine Ahnung, das hat über uns angehalten. Du, hör doch nicht nach! Nee, sind nicht im gleichen Team. Also ich habe immer noch nur einen Red Dawn. Keine Smokes, kein gar nichts. Oh mein Gott, ja, wir chillen einfach hier, ist mir echt egal. Nice! Der Barbecue-Typ hat einen gekillt. Ja. I love it. Einer mit Wallhack und wir sind geliefert. Wäre halt scheiße, ne? Das ist halt das, was mich so nervt mittlerweile an dem Game. Echt. Du kannst dir nicht mehr sicher sein. Oh. Paar Blut macht gut. Alle platt mit der ABM, nice. Kennt ihr das? Ihr fahrt Auto und denkt über was nach. Irgendwann fragt ihr euch, waren überhaupt alle Ampeln grün? Und wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Nee, das kann ich. Das kann ich nicht. Boah, das ist dein Humor, glaube ich. Das ist also ein alter Männerhumor. Schickst du mich? Achso, du bist gerade hier gar nicht mehr im Game, so. Was? Doch, doch, ich bin im Game. Also ich. Bin anwesend. Die Typen fahren weiter mit ihren zwei Autos. Ey, guck dir mal an, wie die Zone ist, wo wir sind. Naja, wir haben so echt Glück. Also, die müssen wirklich sich auf unseren Zehenspitzen. Die müssen auf uns draufsteigen, um uns. Außer du bewegst dich. Ja, ja. Das habe ich ihn überhaupt an. Ich habe so eine Lederjacke. Ja, ich bin ein bisschen bunter, ne? Ja. Naja gut, jetzt warten wir mal ab. Also wir sind ja eigentlich schon gut. Wir haben ja die Brücken
Session schon überlebt. Die wollten wir ja eigentlich genau. Bis zum Tod verteidigen, aber das haben wir dann doch nicht gemacht. Die ist so, wie wenn die Gegner einfach ein Jahr zu spät zu deiner Falle kommen, weißt du? Oh, wir haben so einen. Ja, die hätten besser auf die Karte gucken müssen. So, haben sich um ihr vertan. Die haben sich um sich so ein Jahr zu spät zur Falle kommen, so, oh Mann, ey. Die Trapper sind schon verhungert. Ja. Auto von links, oh mein Gott, ich hab Angst. Ich bin aus dem Bus rausgefickert. Scheiße, die sind direkt bei uns. Nee, sind sie ja, nicht. Einfach nicht bewegen, einfach nicht bewegen. Nee, sie und sind. Hoffen, dass sie nicht durch den Busch fahren. Sind direkt bei uns, die sind direkt an der Hütte. Ja, beweg dich einfach nicht. Ich beweg mich nicht. Einer smoked. Oh mein Gott. Doch. Oh mein Gott, die legen sich gleich zu mir her in den Busch. Ohne Scheiß, die sind direkt neben mir. Das ist passiert, ne? Es hat sich mal ungelogen einer genau auf mich gesetzt, als ich im Bus lag. Ich könnte bei denen ins Auto einsteigen jetzt. Soll ich das machen? Nee, weiß ich nicht. Dann bist du tot unter Umständen. Aber es wäre halt auch ultra witzig. Komm, ich mach's. Just for fun, for content. Das ist das fucking Auto. Ich sitz drin. Ich sitz drin, hinten auf der Rücksitzbank. Ich sitz drin, ich schwör's, ich sitz drin. Warum müsstest du eigentlich, wenn sie einsteigen, dich nicht sehen, eine Granate zünden? Hab ich. Ich hab eine in der Hand. Nee, ich glaube, die Bros wurden gerade voll weggewämst. Scheiße, ich sitze im Auto und jeder kann mich sehen. Oh Gott, ich habe Angst. Was ist das denn für ein Auto? Das ist ein UAZ. Ein UAZ. Ach so, lol. Auch noch richtig offen. Naja, gut, ich meine. Ich glaube, die haben nicht so aufzufallen. Den Typen haben die echt weggewämst, ne? Ja, du siehst einfach aus wie Leder. Wie ein Auto. Ich sehe einfach aus wie ein Auto. Ja. Ey, was zum Geier. Lol. Ey, neben mir sind Unmengen an Kisten runtergekommen. Neben mir auch. Und es sind noch 8 am Leben. Scheiße, ich muss aus dem Auto raus. Hilft nix. Gegner, ich markiere dir. Roter Marker, da liegt er im Gebüsch. Ich glaube, das ist der UAZ-Dude. Da liegen 2. Nee, es liegt nur einer da. Hast du geschossen? Ja. Es ist ein komplettes Team da drin. Oh no, er hat gesehen, dass ich im Auto sitze. Fuck! Scheiße, was mache ich? Hast du geschossen? Nein. Also ja, auf den. Komm her. Jetzt sind wir geliefert. Boah, die Granate kam direkt bei uns raus. Lol. Lebst du noch? 35. Oh, ja gut, das will ich jetzt schon zum Ende angucken hier. Oh, das war dumm. Der hat dann rüber geguckt und hat sich gefragt, wo der Schuss herkam. Und er hat dich aber nicht gesehen. Und dann hat er nochmal geguckt. Das Ding ist, ja, und dann hat er gesehen, dass ich im Auto hocke. Das Ding ist, mein Schuss ist nicht connected. Ja, wir hätten uns einfach beide ins Auto setzen müssen. So einfach so beide im Auto sitzen. So. Wir sind nicht hier. Aber wir sind schon echt weit gekommen. Also dafür, dass wir wirklich jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, ambitioniert sind. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Ja, wir haben wirklich eigentlich ziemlich einen Schmarrn zusammengespielt. Dafür war es schon ganz gut, finde ich. Das war schon super. Also ich finde es immer noch bemerkenswert, dass ich es ins Auto reingeschafft habe. Das war eigentlich so der Power-Move eigentlich in dem Game. Ja, du warst auch echt laut. Ja, ich war laut, aber die anderen waren so damit beschäftigt, auf sich schießen zu lassen. Jetzt, ich guck's mir jetzt noch bis zum Ende an. Jetzt guck ich's mir noch bis zum Ende. Oh, der UAZ, in dem meine Leiche liegt, fährt los. Geil.
Oh mein Gott, jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel. Gibt halt null. Oh mein Gott, ja, das ist übel, ey. Die letzte Zone war richtig krass. Es gibt ja zwei Steine und hinter die wird jetzt nicht verkrochen. Mein Gott. Ja, es ist ein bisschen schade. Ja. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Wieder mal ein lustiges Match gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Falls ihr Lust habt, mit uns zu zocken, einfach mal in Discord vorbeischauen, like und subscribe. Ihr kennt das alles. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.